Werte Bürgerinnen und Bürger von Gentin, die NPD hat unter anderem ca. 400 kommunale Mandate bundesweit, auch hier in Sachsen-Anhalt sind wir kommunal vertreten. Einer unserer kommunalen Mandatsträger ist auch Listenplatz 3 unserer Landesliste zur Landtagswahl am 13. März. Und ich freue mich, Ihnen unseren Freund und Kommunalpolitiker Andreas Karl vorzustellen. Liebe Bürger der Stadt Gentin, wir Nationaldemokraten, wir von der NPD stehen heute in Gentin und wir wollen zum Ausdruck bringen, dass wir die Schnauze voll haben von diesem System, das kein Geld übrig hat für unsere Kinder, für unsere Rentner und für unsere Familien. Und eine Frau Merkel und alle Politvasallen in Magdeburg sorgen dafür, dass ungebremst Asylanten aus aller Herren Länder hier hereinströmen können und hier umsorgt werden und alles bekommen, was sie brauchen. Das kann nicht sein. Wir fordern zuerst für unsere eigenen Leute eine Absicherung, eine soziale Gerechtigkeit. Und deshalb sagen wir, stopp, keine Asylanten mehr herein. Die Grenzen müssen dicht gemacht werden. Und wir wollen nächstes Jahr im Landtag mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, deutsches Geld zuerst für deutsche Interessen. Es ist so, wie es in einer Familie ist oder sein sollte. Eine Familie besteht aus der Mutter, dem Vater und den Kindern. Und wen versorgt man zuerst? Die eigenen Kinder, die eigene Familie, die eigenen Verwandten und Bekannten, das eigene Volk eben. Dieses kaputte System der BRD und die Landesregierung ist hochverschuldet mit Billionen von Euro. Und es werden immer weitere Schulden aufgenommen, um die Fremden hier zu versorgen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren wurden im Land Sachsen-Anhalt Dutzende Schulen geschlossen, darunter viele Grundschulen, mit der Begründung, es ist kein Geld da. Jetzt auf einmal ist wieder Geld da. Und es werden Asylbewerber und sogenannte Flüchtlinge in den ehemaligen Schulen untergebracht, zulasten uns aller. Denn wer bezahlt denn die Steuern? Jeder kleine Handwerker hier, jeder Rentner, alle Menschen, man geht einkaufen, überall Mehrwertsteuer drauf. Im Endeffekt bezahlen wir, das deutsche Volk, für den ganzen Scheiß, den Frau Merkel und ihre Verbrecherriege hier im Land anrichtet. Und darüber sollten wir uns klar sein. Es sind Millionen Menschen aus dem Nahen Osten und aus Afrika im Anmarsch. Die wollen alle hierher nach Deutschland. Sie haben keine Lust, in der Türkei zu bleiben, in Griechenland oder in Italien. Warum wollen diese Leute nach Deutschland? Weil es hier das meiste Geld gibt, den meisten Wohlstand. Hier kann man gut leben, hier kann man Geld verdienen. Nur die wenigsten wollen dann noch weiter nach Schweden oder in andere Länder, weil es dort vielleicht noch mehr gibt. Es gibt natürlich auch Nachbarländer bei uns in Europa, wie Ungarn zum Beispiel, wie Polen, wie Tschechien, wie England. Die sagen, nein, wir wollen gar keine Asylanten oder nur ganz wenige. Aber Frau Merkel, eine Frau, die überhaupt keine Kinder hat, vielleicht kann sie da nichts dafür, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Frau Merkel
die sogenannte kinderlose BRD-Mutti hat sich hingestellt und hat gefordert, sie hat die ganze Welt aufgefordert, kommt her nach Deutschland, hier bekommt ihr alles. Und dazu sagen wir Nationaldemokraten, nein, wir wollen die Scheiße nicht, wir wollen das nicht. Wir wollen hier unsere Ruhe haben, wir wollen hier in Frieden leben. Wir wollen, dass Deutschland seine Souveränität wiederbekommt. Und aus diesem Grunde sagen wir Nationaldemokraten dies in allen Städten in Sachsen-Anhalt, in den Medien, im Fernsehen, in den Zeitungen wird gar nicht über die Arbeit unserer Partei berichtet. Man schweigt alles tot oder man lügt. Ihr kennt den Begriff von der Lügenpresse. Aber uns ist das egal, was diese Verbrecherriege über uns erzählt. Wir fahren in die Städte, in die Gemeinden und die Dörfer, suchen den Kontakt zu ihnen und helfen mit aufzuklären, was wir wirklich wollen. Es ist kein Verbrechen, das was wir wollen. Wir fordern ein Existenzrecht in der Welt für unser deutsches Vaterland. Und wir wollen, dass in Sachsen-Anhalt zuerst unsere Menschen versorgt und abgesichert sind und werden. Und wir lehnen es ab, das Geld mit vollen Händen für Asylanten auszugeben. Und ich sage es noch einmal, es gibt unter den Asylbewerbern und Asylanten eine nicht unbeträchtliche Anzahl krimineller Elemente. Man sieht das an den Vergewaltigungen in letzter Zeit. Was ist in Magdeburg passiert? Ein 90-jähriges Mädchen wurde von 4 Afghanen missbraucht und misshandelt. In der Zeitung wurde das fast totgeschwiegen. Und da sage ich nur, wie kann es sein, dass so etwas passiert? Habt ihr denn keine Achtung vor den Frauen hier, vor den Menschen hier? Sie haben keine Achtung. Denn wenn man in islamischen Staaten unterwegs ist und sieht, welchen Stellenwert dort eine Frau hat, dann weiß man, warum das so ist. Und ich warne euch, ich sage euch eines, sollten nächstes Jahr noch 6, 7 Millionen Fremde hier einströmen, sind mindestens 2/3 Islamisten darunter. Und was dann passieren kann, sieht man an Paris, was passiert ist. Wir brauchen sichere Grenzen, wir brauchen härtere Kontrollen und wir brauchen eine sofortige Abschiebung von kriminellen Asylanten und Ausländern. Die haben hier nichts zu suchen. Es geht um die Sicherheit deutscher Familien, deutscher Kinder und alter Menschen. Das muss an erster Stelle kommen, liebe Gentiner. Und wir Nationaldemokraten sind angetreten, das durchzusetzen. Auch wenn viele hier in Sachsen-Anhalt sagen, wir wollen das nicht hören. Nein, das ist nicht in Ordnung. Uns ist das egal. Wir setzen uns zuerst für das eigene Volk ein. Und dann kommen die Fremden. Dankeschön.